Ja, hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jans Gear Review und ich habe hier heute für euch die Schecter Nick Johnston Traditional HSS und ich kann euch schon mal sagen, es ist eine Strat und es ist eine gute Strat. So viel sei verraten und die Details gehen wir jetzt an. Die Schecter, Nick Johnston Traditional, ist eine Stratocaster aus einem Erlenkorpus, wie man es kennt, mit einem Ahornhals, in dem Fall auch ein bisschen geröstet, sieht also auch noch ganz schön aus. Ebenholzgriffbrett, Jumbo-Bünde, alles dran, was man an einer Stratocaster so mag. Ja? Und die Frage ist jetzt, wie kann man einen Stratocaster verbessern, wenn man Fan davon ist? Also für mich zum Beispiel immer mit einem Humbucker hinten, weil ich den Single Coil alleine hinten nicht so mag. Dann kann man natürlich immer den Halskorpusübergang verbessern. Der ist ja sehr klobig bei der Strat. Hier ist er halt alles in allem ein bisschen abgeschrägt. Ich hoffe, man kann das hier ganz gut sehen. Na, also, es wird ein bisschen ergonomischer hier oben. Und Kleinigkeiten, zum Beispiel das Buchsenblech befindet sich hier unten am unteren Korpusrand und nicht hier in diesem klassischen Buchsenblech, wie man es von der Strat sonst kennt. Das stört mich immer, wenn man den Hebel fallen lässt, dass der dagegen gegen das Kabel stößt und das komische Geräusche macht. Ja? Das ist jetzt hier alles schon mal anders. Und wir haben ein Vintage-Tremolo aufgehangen auf zwei Bolzen. Im Gegenzug da hinten drei Federn und oben Locking-Mechaniken. So will ich das sehen. Ja? Die ganze Kiste hat sich als recht stimmstabil erwiesen, wenn man es nicht übertreibt mit dem Vibrieren. Ist das Teil wirklich sehr praxisorientiert. Pickup-Stückung, ein Schecter Humbucker hinten am Steg und zwei Nick Johnston Custom Single Coils in Mitte- und Halsposition. Was daran jetzt Custom ist, weiß ich nicht. Fakt ist, dass die Plastikkappen recht billig aussehen. Ich denke, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben, aber wir sind hier in einer Preisklasse von im Moment steuerbereinigten 930 Euro. Bei dem aktuellen Mehrwertsteuersatz von 16% und das ist wirklich echt eine kleine Sensation, was Schecter hier für so relativ schmales Geld auf die Beine gestellt hat. Wenn ich jetzt im Vergleich dazu zum Beispiel die American Original Strat, die ich neulich zum Test hier hatte, sehe, die mal eben schlappe 1800 Euro kostet, würde ich persönlich mich sofort für diese hier entscheiden, weil die für mich einfach die besseren Spezifikationen hat. Die ist einfach, sie fühlt sich auch einfach besser an. Ja? Wir gehen einfach jetzt mal die Sounds ein bisschen durch. Wer meine Videos kennt, weiß jetzt schon, was kommt. Wir haben einen Clean Sound eingestellt am Kemper von Guido Bungenstock, einem Profile eines Bogner Ecstasy. Und ich beginne mit dem Hals-Pickup. Und ich zängle jetzt mal so ein bisschen rum und mal gucken, was passiert. Ja, ihr hört, das ist das typische Hals-Single-Coil-Verhalten. Dieser schöne, hohle Nöck bei einem sehr clean eingestellten Verstärker. Das macht dann auch direkt mal ein bisschen Lust auf die Zwischenposition vorne, die ja in der Regel sehr mit Mark Knopfler assoziiert wird. Und ja, man hört das schon. Schön auch für Rhythmusarbeit.
toll, oder? Also das ist wirklich ein Knopfler-Sound vom Allerfeinsten, wie ich finde. Die mittlere Position ist natürlich immer so ein bisschen farblos alleine. Das kann man machen. Bringt mir persönlich jetzt nicht so viel. Da habe ich dann gerne die Kombination wieder mit dem Single Coil hinten. Und dazu können wir die ganze Chose hinten jetzt splitten. Und da komme ich zu einem echten Kritikpunkt. Denn wenn ich mit feuchten, bühnenschweißigen Fingern diesen Hebel, diesen Knopf ziehen soll, man rutscht einfach nur ab. Es ist wirklich, man muss drunter fassen, um den hochzukriegen. Und das ist für mich also einfach schon echt ein... echt ein No-Go. Also ich wünsche mir da wirklich einen Push-Poti, kein Pull-Poti, was ich einfach im laufenden Betrieb, wo ich draufhauen kann und dann löst es aus. Das ist für mich sehr fern von der Praxis. Ja? Aber hier hören wir, das ist ja jetzt ein gesplitteter Humbucker hinten und das ist natürlich dann immer ein Kompromiss. Mal schauen, was unser Knopflöchchen jetzt da macht. Das ist auch ein sehr, sehr, finde ich, sehr schöner, brauchbarer Sound. Auch für Single-Note-Lines. Ja, das ist schön. Mag ich sehr, den Sound. Ist sehr, sehr praxisorientiert, sehr durchsetzungsfähig, ohne aber so richtig zu nerven, zu knallen. Ja, ist schön. Das schreit für mich jetzt ein bisschen mal nach Effekten. Mal gucken, was passiert, wenn man ein bisschen Chorus-Delay draufpackt und einen kleinen Kompressor. Ja, da geht doch direkt die Sonne auf, oder? Das ist ein wundervoller Sound. Gut, Effekt wieder aus. Single Coil hinten. Mal schauen, was der macht. Der ist für mich jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Brauche ich persönlich allerdings, wie gesagt, auch selten den Single Coil hinten. Für mich ist es dann eher da der Hamburger, der mir da Spaß macht. Wow, der klingt wirklich, wirklich schön, finde ich. Also das ist ein richtig schöner, glockiger Steg-Pickup-Sound. Also das kann man clean kaum, für meinen Geschmack kaum besser machen. Da würde ich jetzt dann doch mal gucken, was sie sagt, wenn wir anzerren. Im Intro eben hatten wir schon das Profile des Morgan AC20. Das ist mein Standard bei angezerrten Sounds. Ich hatte da noch einen kleinen Booster davor. Klingt dann so. Den Booster ausschalte, den Amp pur höre. Ist er nur leicht angezerrt und ja, da wollen wir gucken, ne? Für mich einfach ganz, ganz große Kunst. Einfach ein hohler, wundervoller Hals-Pickup-Sound, den ich so tatsächlich von keiner Strat von Fender gehört habe. Da ist Schecter weit vorne und das für einen halben Preis. Das muss man einfach mal sagen. Da auch mal die Zwischenposition. Schön. Zwischenposition hinten gesplittet. Ja,
Wahnsinnig schön, finde ich. Single Coil hinten. Macht da jetzt auch Spaß. Toll, ne? Humbucker hinten, gucken. Jawohl, jetzt kriegen wir ein bisschen Druck ins Spiel. Also das ist ganz hohe Klangkultur im Clean- und Crunch-Bereich und das für, wie gesagt, unter 1000 Euro bin ich jetzt wirklich ein bisschen angefixt. Cleaner Kanal mit einem Booster noch davor, einfach mal gucken, was da ist. So mag ich das. Das ist wirklich. Also ihr merkt, ich bin echt begeistert von diesem Teil. Und ich habe die jetzt seit 2 Wochen hier. Ich nehme sie immer wieder in die Hand. Zwischenposition hinten. Und jetzt Humbucker hinten. Ich würde jetzt mal einen direkten Vergleich machen zu meiner Ibanez und wir schauen mal, ich habe das hier mal vorbereitet, ist ja eine vergleichbare Konstruktion, Humbucker, zwei Single Coil und wenn ich jetzt mal bei dem Crunch Sound bleibe, den ich persönlich ja immer als aussagekräftigst empfinde, diesen Alternative Switch lasse ich jetzt mal außen vor. Ja, der hat ein bisschen weniger Output, also sie brüllt etwas weniger, aber hat noch so ein bisschen mehr High-End, ja, so ein bisschen der obere Bereich, sie klingt nicht ganz so fett und sie klingt nicht ganz so dick im Bass, aber dafür so ein bisschen brillanter in den Höhen. Hat jetzt für mich so ein klein bisschen die Nase vorn. Mit Zerra mal gucken. Für mich jetzt einen kleinen Tick weiter vorne, was die Klarheit des Sounds angeht. Ja, allerdings auch 400 Öcken teurer, muss man dazu sagen. Ja? Also das ist wirklich ist das jetzt 400 Euro wert? Muss man sich halt fragen. Ne? Und will ich die klassische Stratocaster-Optik? Weil das ist ja nun wirklich auch mal so ein Ding. Viele gehen ja nach Optik und da überlege ich mir schon, wenn ich jetzt Stratocaster-Fan bin, vor allem hier
das Olympic White, das hat es mir natürlich auch angetan. Ja? Also optisch ist das Ding hier ein echter Knaller. Das ist ja wirklich auch ein bisschen persönliche Geschmackssache und wie wichtig ist mir die Optik. Mir ist jetzt der Sound wichtiger, wobei die Ibanez natürlich auch toll aussieht, aber wer die Strat-Optik mag, der ist dann hier tatsächlich besser aufgehoben. Und wie gesagt, das sind 300 bis 400 € Unterschied. Das kann man mal stehen lassen. High Gain, ja, das ist ein Profil eines Soldano Hot Rod. Wir beginnen mit dem, wieso denn wir eigentlich? Ich, ne? Nicht ihr, ich. So, also ich beginne mit dem Hals-Pickup und jawohl. Positionen, die sind geil, die trennen die Töne sauber. Komplexere Akkorde funktionieren auch bei High Gain. Und da muss ich sagen, fehlt mir nichts. Das ist im Bass rund, das ist in den Höhen rund, das ist in den Mitten genau da, wo es hingehört. Durchsetzungsfähiger Sound. Schauen wir mal, was der Humbucker hinten kann. Mittelposition alleine macht bei so High Gain Distortion für mich immer keinen Sinn. Ah, yo. Also schön, ne? Man hört den Bass unten, der ist wirklich fulminant, der ist da. Er schlägt aber den Sound nicht. Man hört bei diesen komplexeren Strukturen. Man hört jeden einzelnen Ton raus. Das macht echt Laune, mit dem Ding zu spielen. Und auch hier oben ist sie nie dünn. Ja? Wir haben jetzt einen relativ simplen Sound eingestellt und die Gitarre ist hier oben dick. Da ist kein Equalizer, da ist dann nichts. Und da kann ich wirklich nur sagen, da bin ich total beeindruckt. Lead Sound, Engel Steve Morse Amp Profile mit ein bisschen Delay Keule. Bewegt sich jetzt gerade schon fast ein bisschen. Auch hier oben alles da. Und das ist erst der Hals-Pickup.
Edge. Okay, das war die hohe E-Seite. Da muss ich nochmal dran, würde ich sagen. Sie macht sich verdammt gut, diese Gitarre, für 930 Euro derzeit. Damit kann ich leben. Ich habe sie jetzt seit 14 Tagen hier im Dauergebrauch. Und ganz ehrlich, ich habe in der Preisklasse noch nie so eine gute Strat gehört wie die hier von Schecter. Ganz großes Kino, Jungs. Echt. Bin begeistert. Ich schicke sie mit einem weinenden Auge zurück. Noch eine kann ich mir einfach nicht hierhin hängen. Aber das wäre tatsächlich eine, die ich auf der Wunschliste oben hätte, weil sie einfach unglaublich vielseitig ist und toll verarbeitet für das Geld. Muss man lange suchen. Gut gemacht. Bis zum nächsten Mal.